Heute ist Samstag, der große Tag. Wir fahren nach Bux. Das ist im St. Galler Rheintal. Und dort ist die Kompostieranlage für all unsere Gemeinden. Ich habe da im Internet recherchiert und herausgefunden, dass die den Kompost gratis abgeben. Also ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Aber deswegen fahren wir jetzt mal mit unserem Anhänger dorthin und schauen, ob das wirklich stimmt. Man kann ja auch mal Glück haben, oder? Hast du schon jemals gehört, dass man in der Schweiz etwas in Großmengen, was man als Gold bezeichnet, also quasi das schwarze Gold des Gärtners, dass man das gratis bekommt? Nee. Darum sind wir skeptisch. Ah, gut. Hier sind wir jetzt bei der Kompostieranlage in Bux und tatsächlich hat es hier große Container, sogar mit Schaufeln schon zur Verfügung gestellt. Wir haben trotzdem unsere eigenen mit, wo man doch tatsächlich einfach den Kompost rausschaufeln kann. Schauen wir mal da rein. Schaut ganz gut aus. Na dann, fröhlich ans Schaufeln. Hei ho, hei ho, wir sind beschwingt und froh. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Weißt du, wo das ist? Sicher, von den sieben Zwergen. Seht ihr, wie das dampft? Da ist es immer noch total warm drinnen. Jetzt komm mal da her. Oh, das ist wie ein Ofen. Oh, wow. Wahnsinn, das dampft. Nach Hause fahren haben wir das Ganze jetzt noch mit einer Plane bedeckt und dann mit Steinen beschwert. Eigentlich gibt es da noch so eine Plane, die direkt auf den Anhänger passt, aber wegen Corona gibt es da Verzögerung in der Lieferung. Wieder zu Hause ist sogar die Jungmannschaft mit am Start und hilft jetzt, die Beete zu befüllen. Thank you.
Also eine richtig tolle Sache mit diesem Kompost. Jetzt sind die Beete schon fast fertig. Und ich bin fertig gerüstet für den Frühling. Da dieser Bereich ja recht halbschattig ist aufgrund des großen Kirschbaumes und hier auf der Seite das Haus, wird es noch wirklich ein Ausprobieren, was ich denn da hinpflanze. Also hier in das erste Beet habe ich jetzt mal geplant, Spinat auszupflanzen. Der ist schon mal in diesem, wo ich nachher Blumen ausgesät habe, ist der schon mal richtig gut gekommen. Und da freuen wir uns schon alle drauf, weil Spinat essen wir wahnsinnig gern. Zum Beispiel in einem Gemüsestrudel, Spinat, Schafkäse. Also was Leckeres gibt es gar nicht. Und mein jüngerer Sohn ist der totale Fan von Spinat-Ravioli. Und dort hinten im zweiten Beet plane ich auf jeden Fall mal rote Beete, rote Rüben, weil die kommen auch im halbschattigen Bereich sehr gut. Da glaubt man gar nicht, wie viel Kompost diese zwei Beete da hinten geschluckt haben, weil der Anhänger ist fast schon ganz leer und ich hätte doch noch hinten im Küchengarten Hochbeete und andere Beete zum Befüllen. Das heißt, da müssen wir noch ein paar Mal fahren. Ja, Hochbeet Nummer 3 hat wirklich auch noch eine Auffüllkur bitter nötig. Ja, zwei Scheibtruhen werden wir jetzt noch zusammenkriegen, aber mehr auch schon nicht mehr. Muss warten bis zum nächsten Mal. Ja, mit Muskelkraft erspart man sich das Schaufeln, gell, Marcel? Also hier die dritte Paprika entwickelt sich wirklich toll. Kann man mal rausnehmen und schauen, was die schon für tolle Wurzeln ausgebildet hat. Fantastisch! Und hier oben sieht man neben den Keimblättern auch schon die ersten zwei richtigen Blätter. Also da kann ich jetzt wirklich bald umtopfen. Und tatsächlich habe ich die ersten Paprikas, die Quadrato d'Asti Rosso, schon in größere Töpfe gesetzt. Ich habe hier jetzt keine reine Anzuchterde mehr verwendet. Also ich verwende ja da immer Kokossubstrat, sondern schon eine Halb-Halb-Mischung Kokossubstrat, gesiebter Kompost und dann noch ein paar Perlite hinein. Hier daneben habe ich auch heute meine Saatkartoffeln erhalten und die lasse ich jetzt hier an dem Südfenster vorkeimen, weil Mitte, Ende April könnte man die schon auspflanzen. Ich habe drei verschiedene Sorten. Solazana Vitabella, Mayan Gold und das Bamberger Hörnler. Habe ich die einfach in solche Aussaatschalen hineingegeben und halte sie immer ein bisschen feucht mit so einer Spritzflasche. In 4 bis 6 Wochen sollten sich da sehr schöne Keime ausgebildet haben. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr euch genauso sehr auf den Frühling freut wie ich. Und ich wünsche mir, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen im Küchengarten. Bis dahin, habt eine gute Zeit!